So, meine Lieben, ich habe euch ja gesagt, heute kommt noch eine Folge und da bin ich auch schon wieder. Halli, hallo, hallöle. So, wir hatten jetzt hier angefangen. Ich habe jetzt gerade noch zwei Sachen eingefordert gehabt, die haben wir bekommen. Ich bin jetzt was am Überlegen. Ich bin am Überlegen, ob wir es nicht versuchen, eine eigene Achterbahn zu bauen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Stil jetzt da genau war. Ich möchte jetzt nochmal gerade drauf gucken. Aber ich sehe es gerade nicht. Wo ist die denn? Delta? Ich hätte die mal gern ausgewählt, auch wenn das Bild da verschwunden ist. Na komm. Wenn ich es mir noch nicht leisten kann. Mit der Szenerie. Aber ich hätte halt gern die. Und wir könnten sie uns leisten. Dann müssten wir halt jetzt nur wieder Darlehen aufnehmen, aber die müssen wir auch wieder zahlen. Das ist ja unser Problem. Was haben wir denn noch für? Das 10. Dann wären wir bei knapp 16. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Also würde ich sagen, versuchen wir uns selber mit einer wilden Maus. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Wenn wir schon eine wilde Maus haben, die natürlich nicht der Fall ist. Es ist Kappes. Schieße Lameng. Ja. Dann ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Die hätten wir. Da wurde halt auch die andere gebaut mit. Also wir gucken mal gerade, was die Forscher sagen. Vielleicht haben wir auch Glück. Es ist eine dabei. Achterbahn. Wiedergeboren, um zu looten. Frei beweglich, einfach mal abhängen, alles dreht sich in Airtime. Gipfelsturz, entlaufene Achterbahn, Spitzengeschwindigkeit, alter Käse. Nee, die Kraft der Räder, nee, leider nein. Schienenfahrgeschäfte, festlicher Ausflug, Schießen für Punkte. Hört sich schon mal gut an. Mal so ein Dark Ride, denke ich mal, ist das so ungefähr. Passt doch. Also, Uhrzeit habe ich jetzt mal einen Blick. Ja. Wie kriegen wir das jetzt dazu? Die Leute kommen zwar hier alle schön drauf. Bei uns fehlt einfach noch irgendwas. Die Leute brauchen Action. Ich weiß jetzt schon, wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt eine Achterbahn. Nee. Ich versuche mich jetzt einfach. Aber was nehmen wir? Da ist auch sowas. Hohe Drehung. Ich weiß halt nicht, ob ich das mit 3000 hinkriege. Das ist die andere Sache. Was haltet ihr davon, so eine kleine Kinderachterbahn zu bauen? Also, entweder mit dem Wendigo oder mit so einem Drachen. Oder? Nee. Hey, wir versuchen das hiermit. Ja. Ich versuche jetzt hier so eine irgendwie in dem Stil dann auch zu verpacken. So, das habe ich doch selber noch nicht auf der Kamera gesehen, aber hey, wir sind doch hier, um was Neues zu machen. Ich muss dann nur klar machen, was die ändern. Nee. Ich gehe jetzt schon in den Boden. Nee, das ist ja uncool. Ja, genau. Das ist manchmal. So, da haben wir das. So, dann gehen wir mal auf Schienen arbeiten. Ernsthaft? Achso, die geht runter. Soll gar nicht runter, die soll hoch. Die geht nicht runter. Will ich hier verkackeiern? Und den Tunnel mal aus hier. Geil. Also, das können wir uns schon mal abschminken. Die kann man noch nicht bauen. Die können wir auch später mal bauen. Was haben wir denn sonst noch?
Schienenfahrgeschäfte, ich habe zwar genug jetzt auch so hier drin, aber ist ja nichts so richtiges, was mir zusagt. Deswegen bleiben wir mal auf den Achterbahnen. Holen wir es hier hin. Machen wir was hier aus dieser tollen kleinen Achterbahn. Ich gucke mir da ja was Kindgerechtes hin. Sehe ich mal nur Reibräder Lift. Das weiß ich nicht. Kann man den schon in Kurve legen? Ja. Das ist cool. Also spannend der Platz. Und komm schnell nach oben. Darf ja nicht zu hoch sein, ist ja eine Kinderachterbahn. Also habe ich vor. So 0,0. Zack. Ich weiß nicht so recht. Das war hoch. Wir müssen die eigentlich auch ein bisschen drehen, ne? Damit der Druck nicht so hoch ist, wie jetzt hier auch. Einmal drehen. Ja. Brauchst du die auch mal? Der mag mich heute nicht hier. Jetzt schon, dass das der reinste Reinfall wird. Ich will Achterbahn bauen. Bisschen so kindgerechte Achterbahn. Die Kraft doch hat, da hochzukommen. Nehmen wir das halt da rum.
Ach, ich liebe es. Kennt ihr das auch? Ihr baut und baut und baut. Dann geht's auf einmal doch nicht. So, dann geht er auch direkt wieder hinunter. Obwohl, eigentlich können wir direkt in so einen Rötet runtergehen. Oh, was anderes. Job. Nicht genug Geld. Okay. Das heißt, wir sind ja fast fertig. Ich nehme jetzt noch ein Darlehen auf, was wir auch brauchen werden. Aber das hier reicht auch. Heute nicht. So. Und dann würde ich sagen, mal langsam wieder auf die 2 Meter zurück. Okay, es gibt keinen. Kommen wir damit gleich? Okay. So. Noch ein bisschen kletten. So. Gut. Das haben wir. Dann natürlich den Eingang platzieren. Eingang platzieren. Das habe ich dieser falsch schon gemacht. Ich soll auf dieser Seite aussteigen und einsteigen. Passt. Okay, fertig. So, Eingang platzieren. Bingo. Zack. Ausgang platzieren. So, dann gucken wir uns erstmal das Ding an, was wir hier fabriziert haben. Ich habe jetzt schon Muffe. Das müssen wir halt noch ein bisschen verpacken. Thank you.
Bearbeitung. Auf den Lifthügel. Hallo? Ah. Wir sind schneller. So, hier nochmal drauf. Das können wir versuchen. Ein bisschen kleiner zu machen. Kleiner, nicht größer. Kleiner geht da nicht. Bin kleiner. Den Worte. Auch nicht. Okay. Tue ich jetzt auf. Und jetzt müssen wir hier unseren Rotted Loop rausholen. Ist eh schon zu schnell. Finde ich jetzt natürlich, ne? Also, was ich da fabriziert habe. I don't know. Ein bisschen schneller machen. Gerade den Test durchlaufen lassen. Okay, wir müssen rausholen. Oder wartet. Vielleicht. Vielleicht. Ich will dahin. Nee, geht nicht. Okay. Das heißt. Weg. 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 Was machen wir dann dahin? Hier geht's ja eigentlich, also es ist ja jetzt nichts Verkehrtes, was wir da gemacht haben, ne? Ist auch nicht so schlimm. Wir drücken mal drauf. Passt. Spaß ist gleich null. Die ist auch jetzt nochmal vorübergehen und das paar Leute da drauf gehen und dann ist gut. Ja, was sagst du denn hier? Spaß gibt die nicht, bin ich euch ganz ehrlich. Also, ich würde da gerne was Fertiges bauen, aber dahin kommen wir leider noch nicht. Geht aber. Aber ein bisschen zu hoch der Nervenkitzel war. So, was sagt er? Passt. Das erste. So. Dann gerade noch den Weg hinbauen. Nein, wie gesagt, hier brauchen wir im Moment ein großes zu machen. Klar, wir werden irgendwann einen zweiten Park dazu bauen. Oder ein Sandbox-Park, was vielleicht sogar besser wäre. Geld zu achten. Hier bauen wir halt einfach so ein bisschen was, bauen selber was. Szenerie ist noch nicht so meins, bin ich auch ganz ehrlich. Ich kann es versuchen, mal ein bisschen zu verpacken. Was? Gut. Kann ich sagen. Tschüssi. Ha, und wir haben eine Errungenschaft erreicht. So geht's natürlich auch. So, gucken wir mal gerade auf Gebäude. Passt. Okay, jetzt kommen wir hier. Okay, da haben wir noch gar nichts. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas schon gebaut. Wände. Wandelemente. Erforscht. Da ist noch nicht viel drin. Ich guck
müssen wir uns Filter in das Paket. Das Abenteuer. Ich glaube, da haben wir was. Sehr schön. Normale Wände. Was sind das bitte für Wandelemente? Tempelmauer. Die ist schon zu hoch. Ist auch kleiner. Ja. Die ist immer noch im Test hier. Ich dachte, hätten die eröffnet oder nicht? So. Fangen wir hier schon mal ein bisschen an zu verpacken, ein bisschen im Tempelstil. Sache, ich bin halt leider noch nicht der Profi. Versuche mein Bestes. Ist da blockiert und da vorne nicht? Hä? Das ist eine Veräppelung, oder? Ich weiß, dass das geschummelt, aber egal jetzt. Das geht ja gerade nicht anders. Das ist gerade nicht da. Ich stelle fürs nächste Mal viel vor. Ich mache jetzt mal das noch besser, weil das ist ja gerade echt heavy. Sekunde. Hier nicht alles um die Ohren fliegt. Zack, 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 zack. Ja, das ist mein erster Bauversuch in der Folge. Seid mir nicht böse, wenn es ein bisschen mies aussieht. Mal zurück nach vorne. Würde ich sagen. So. Sagen wir hinten. Das sieht doof aus. Bleiben hierbei. Ja. Ernsthaft. Jetzt will ich das hier nicht nehmen. Blockiert. Der will ich doch hier echt verkackern, oder? Setzen wir uns einfach mal ein Stück noch vor. Geht ja alles hier. Nehmen wir die Mauer. Zack. Zack. Mal unseren Tempeltor. Also wenn es jetzt immer noch nicht klappt. Doch, jetzt klappt. Aber ich will das nicht so haben. Ja, dann kann man es hier auf Plan setzen, oder?
So, dann würde ich sagen, hier gerade noch ein paar Fensterchen. So, hier, hier, hier. Gut, da kommt eh eine Tür hin. Die sieht natürlich wieder kacke aus. Ja, sieht generell kacke aus, aber okay. Wie gesagt, das ist mein erster Bau, es muss jetzt nicht perfekt sein. Ich werde mich beim nächsten auf jeden Fall mehr Mühe geben. Das verspreche ich euch. Hoch und heilig. Das ist ja jetzt erstmal nur so Bauelemente, die ineinander stecken und ja. Damit zumindest noch ein bisschen was aussieht. Das ist jetzt nicht wahr, gell? Okay, also da kann man leider kein Element hinsetzen. Hier auch nicht? Doch. Müssen wir da auflassen. Das ist halt ein riesengroßes Fenster. Dedim. Okay, jetzt kann ich schon langsam wieder anfangen. Weil es war's schon wieder mit der Folge, meine Lieben. Leider, leider. So, dann würde ich sagen, bauen wir das nächste Mal alles hier noch richtig schön fertig. Und das ist auch gerade hier so schön. So, zack, zack. Ich überlege mir noch was, dass das besser aussieht. Ja. Aber hier, das passt schon mal nicht. Das heißt, wir müssen dann eh gucken, dass wir das hier schön hinsetzen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Irgendwie so. Ja, dass das so hierher geht. Selber mal gerade auf der anderen Seite. Dann machen wir das schon fertig. Nicht so. Davon. Ah, ist die 1 Meter, okay. Also doch die hier. Und dieses extra drehen und machen und tun. Schnaps. Schnaps, Schnaps. Und dann gucken wir halt, dass wir hier noch so ein paar gebrochene Tempeldinger hinsetzen. Bisschen verdecken. Ja, auf jeden Fall werden wir da was finden. Gut, meine Lieben, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wollt ihr noch mehr davon sehen, vergesst nicht das Abo und natürlich die Glocke anzumachen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.